herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier nicht drüber fahren. Das kleine Stückchen noch. So. Ist halt schon gemein von mir. Polizei steht seit gestern hier am Feldrand und wartet darauf, dass ich angetanzt komme, aber ich bin hier so beschäftigt mit der Arbeit, ich komme leider nicht dazu, darüber zu fahren. Ich bin mal gespannt, wie lange ich sie noch warten lasse. Ich weiß es noch nicht. Volker. Ja? Die Polizei hat mich gerade angefunkt. Wir sollen mal eben da hinkommen. Passt mir auch nicht wirklich in den Kram. Ja. Gleich. Wenn ich Zeit habe. Ich fahre noch ein, zwei Bahnen. Die können ruhig noch ein bisschen warten. Ja, ich ziehe jetzt hier die Bahn runter und dann quatsche ich schon mal mit denen. Ja, jo. Okay, bis gleich. Jo. So, ich fahre jetzt nochmal einmal hinter, dann fahre ich nochmal zurück und dann fahre ich eine Bahn hoch. Ja, Arbeitsausfall, weißt du, und darauf bleiben wir nämlich dann sitzen und das zahlt uns keiner. Und die freuen sich, dass sie hier irgendwelche unnötigen Strafen verteilen können. Deshalb ganz so einfach mache ich es denen nicht. Ich bin meist relativ ordentlicher Steuerzahler. Ich bin mal gespannt, was die wollen, ey. Und ich hoffe, der Müller ist auch schon da. Alter, der Neumann war mal so ein korrekter Dude und jetzt? Seit er beim Staat angestellt ist, ist er nur noch hier Geier. Ich könnte ja probieren, ob ich durch den Zaun fahren kann, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht endet. Naja, ich fahr mal hoch. Wenn sie meckern, frage ich sie, ob sie meine Arbeit machen möchten. Weißt du, aber so faul sind die, dass sie sich nicht mal... Ah, da links läuft einer. Dass sie sich nicht mal die Schuhe dreckig machen wollen. Funken hier rum und telefonieren, anstatt dass sie mal ihren Arsch bewegen und herkommen. Ich werd erstmal total höflich sein. Absolut höflich. Das ist mein Plan. Und mal gucken, wie sie dann reagieren. Ich werde das ein bisschen ins Lächerliche ziehen, glaube ich. Ich werde die gar nicht richtig ernst nehmen. Hier.
Guten Abend, Jan. Guten Abend. Abend. Was soll denn das hier? Wollen Sie einen Kaffee haben? Nee. Nee, gerade nicht. Kuchen? Nee. Nee. Kein Hunger. Cola? Ja, ja. Cola? Nein, gerade gar nichts. Döner? Nee, nee. Ich kann kurz rübergehen zu Mehmet, ich hole euch einen Döner. Nee, brauche ich nicht. Ich glaube, das ist auch gerade nicht angebracht. Hey, so unhöflich, ey, sind die. Warum? Was ist los, Naomi? Ja, deine Genossenschaft. Ja, was ist damit? Ja, deine Mitarbeiter haben sich beide verplappert. Wieso? Der eine meinte, dass die Genossenschaft schon gibt. Ja, natürlich, wir arbeiten ja auch zusammen. Also, nicht eingetragen, aber wir helfen uns gegenseitig. Ist doch logisch, oder nicht? Aber Dennis, da meintest du auch noch, dass du Genossenschaft angemeldet hast. Ja, dass die Unterlagen rumliegen. Dass es nicht weitergeht. Und ich habe nur gesagt, wir kriegen noch keinen Gehalt. Das wird erst so sein, wenn wir wirklich alles wenn wirklich alles angemeldet ist. Nee, du meintest, wenn die Genossenschaft wenn die Genossenschaft läuft, hast du gerade gesagt. Ich habe gesagt, wenn sie angemeldet ist. Dass sie angemeldet ist, hast du nie gesagt. Okay, ich habe gesagt, wenn sie angemeldet ist, kriegen wir auch unseren Gehalt. Entschuldigung, muss ich mal kurz was trinken. Ja. Ja, aber was ist denn jetzt eigentlich Ihr Problem? Das Problem ist, dass die Genossenschaft immer noch nicht angemeldet ist. Und das hat nur mit dir zu tun, dass eine Steuerhinterziehung vorliegt. Schwarzarbeit. Ja, auch. Was für ein Ding? Schwarzarbeit? Was für Schwarzarbeit? Volker, sind wir hier im falschen Film? Bin ich mir noch nicht ganz sicher, was die Herren eigentlich wollen. Kaffee, Kuchen, Döner wollen sie ja nicht. Nee. Okay, kommen wir mal zum ersten Punkt. Sie behaupten, dass wir eine Genossenschaft... Also, Nummer 1. Können Sie mir belegen, dass die Genossenschaft Geld verdient hat? Dass die Genossenschaft Geld verdient hat? Ja. Nö, aber so wie ich sehe, Zwiebelernte gerade voll im Gang. Ja und? Darf ich dem Herrn Diesel nicht bei seiner Ernte helfen? Eine Hand wäscht die andere. Aber es sind jetzt geschlagene 3 Wochen her, wo sie das angekündigt haben, dass sie Genossenschaft bilden. Ja, Moment, Herr Neumann. Und dann kommen sie mit der Ausrede, der Lukas Müller hat sie. Ja, die haben wir bei dem eingereicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Der war damals im Gemeinderat, das haben wir damals so gemacht. Ja, aber der hat ja genau nachdem angekündigt hast, hat er ja angekündigt, dass er rausgeht. Ja, was kann ich dafür, wenn der einen Schwanz einzieht? Du wusstest, dass er geht und daher würde ich niemals zu einem Gemeindemitglied gehen, der ausreisen möchte. Die machen. Also wir können ja, also wenn ich mich recht entsinne, hat er die Ankündigung oder seines Abgangs nach meiner Ankündigung der Genossenschaft gemacht, oder richtig, oder irre ich mich? Nee, ist schon richtig, Volker. Vor allem, ich meine, wenn ich nachher die Zeit habe, kann ich mich auch am Computer schwingen und die Anmeldung für die Genossenschaft weitermachen, weil ich bin ja auch im Gemeinderat. Nee, der Stefan... Das darfst du nicht. Der Stefan bringt die Anmeldung mit. Der hat die bei Müller gefunden, der bringt die mit. Ich habe den vorhin angerufen, der hat die gefunden, der will die herbringen. Herr Jäger. Warten Sie mal, ich hole mal eben den Stefan mit in den Funk. Nee, wir haben hier keinen Funk. Ach so. Herr Jäger. Also, ja, ich höre dich. Die müssen ja anscheinend danach vorhanden gewesen sein. Wann waren Sie denn bei ihm? Direkt nachdem Sie das gesagt haben, haben wir direkt eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Gerade eben waren Sie bei ihm.
Nicht gerade eben. Ja, wann denn dann? Letzte Woche, nachdem sie gesagt haben, dass sie beim Stefan Müller liegt. Nein. Sie haben mir letzte Woche. Kurz telefonieren. Sie haben mir letzte Woche nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt, die liegen beim Lukas Müller. Ja, er hat sich gerade versprochen. Beim Herrn Müller? Herr Lukas Müller. Und zwar direkt hinter dem Händler, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Ja, das ist ja, das da haben waren wir auch. Das haben wir durchsucht. Da war nichts da. Von wem hatten sie denn das die Erlaubnis? Aber das ist ja nicht mein Bier. Okay. Also, was ist nicht ihr Bier? Ob sie eine Erlaubnis hatten, die Hausdurchsuchung zu machen? Das stimmt. Oh, ja, nein. Aber in dem Fall voran. Okay, also, Sie, was soll jetzt diese Genossenschaftsgeschichte? Was wollen Sie mir da eigentlich anhängen? Ja, mittlerweile sind wir so langsam an einen Punkt gekommen, dass diese Genossenschaft gar nicht mehr existieren wird. Herr Neumann? Weil es sind jetzt 3 Wochen vergangen. Herr Neumann? Ja? Bevor Sie weiterreden, ich habe Ihnen was auf Ihr Handy geschickt. Auf mein Handy? Ja, und zwar entsprechend Paragraphen, denen das mit der Schwarzarbeit belegt. Muss ich das jetzt vorlesen, oder wie? Du kannst es zum Verständnis vorlesen, wenn du willst. Du kannst es auch kurz halten. Also für mich sind wir noch beim Genossenschaftspart. Ja. Nee, weil er gerade sagte, dass es die wahrscheinlich nicht geben wird. Deswegen. Dass wir schon an dem Punkt sind. Das hat er also, Zeit, sie arbeiten beide für hat. Sie arbeiten beide für den Staat. Ist das richtig? Gerade ja. Ja, dann wissen sie ja beide, wie lange die deutschen Mühlen mahlen. Ja, aber bisher ist nichts bei mir angekommen so. Ja, das ist halt nun mal so. Sie wissen, wie lange das dauert. Also. Naja, sie hätten schon letzte Woche die Möglichkeit gehabt, bis zu dem Telefonat. Das können Sie beurteilen, Herr Neumann, weil Sie mir auf Schritt und Schritt folgen und wissen, was ich zu tun habe. Nee, aber wenn Sie das halt nicht machen, dann ist halt das Problem da. Das läuft doch. Jetzt chillen Sie mal Ihre Base, Kollege. Es sind 3 Wochen schon vorbei. Ja, hallo, Anträge in Deutschland. Sie wissen genau, wie lange das dauert. Strafverfahren dauern manchmal 2 Jahre. Also jetzt hören Sie mal auf. Ja, aber... Das ist lächerlich, diese Anschuldigung. Es sind 3 Wochen. Das ist eine Sekunde im Strafverfahrenleben. Herr Neumann? Ja? Kommen Sie doch mal ganz kurz zur Seite. Ja. Alter Verwalter, ey. Weiß nicht, was die vorhaben. Ja, Volker, der Rail. Kortes, was machst denn du eigentlich da? Moment. Ich bin Praktikant. Praktikant oder Zeuge? Nee, Praktikant. Okay. Interessant. So, was war mit dem Rail 6? Der hat gerade 20.000, der hat gerade 20 Tonnen Zwiebeln bei mir abgekauft. Ja, ist doch gut. Ja. Darum habe ich gerade nicht wirklich mitgekriegt, was hier abgeht. So, was ging jetzt weiter? Ach, nur Balaba, alles gut. Ach du Scheiße, ey. Boah, ey, da kriege ich ja schon wieder einen Wutanfall dran, aber ruhig bleiben. Ey, wirst du eigentlich auch befragt? Wenn nicht, arbeite doch einfach weiter. Ja. Also, keine Ahnung, die wollten ja mit mir sprechen und nicht mit dir, glaube ich. Oder du fragst sie nochmal. Ja, die haben ja, wo ich kurz angefunkt habe, haben sie gesagt, wir sollen mal beide hinkommen. Ja, okay. Nee, dann warte lieber noch. Sonst drehen sie dir da draußen einen Strick. Ups. Mhm. Sonst drehen sie dir da draußen einen Strick, dass du einmal zu viel geatmet hast. Oder eine Zwiebel zu viel geerntet habe. Nee, pass auf. Lass lieber eine mehr im Acker. Alter, so ein Schwachsinn, ey. Ja, wollte ich gerade sagen. Es gibt null geldwerten Vorteil, weder für dich noch für mich. Ja. Ich krieg ja von deiner Ernte nichts. Oder? Nö. Also. Ich versorge nur meine Schweine und davon kriegst du 20 Stück pro Woche. Ja. Für deine Metzgerei. Damit du auch dein Geld verdienst. Ja, aber das ist ja einfach normal. Ja, ist ja genauso, als wenn ich mir jetzt einen Schreiner hole, dann würde ich bei dir auch Bretterpaletten holen. Hm. Weil die bräuchte ich für den Schreiner.
Naja, gucken wir mal. Schwarzarbeit. Wird es heute noch, die Herren? Ich bin irgendwie unter Zeitdruck. So, wollen wir? Ja, wir haben ja. Sachen, ne, Gordes? So. Naja. So. Alla, was ist los? Jetzt erstmal Genossenschaft sein, was es ist. Zum zweiten Punkt. Steuer. Hinterziehung. Ja, du. Echt? Beziehungsweise Win auch. Was? Warum? Win hat mitgeteilt, dass er Geld verdient über. Da kommen wir wieder zum Thema Genossenschaft. Da bekommt er Gehalt. Das hat er uns in Herrn aber Dieger, nur wenn den Nikolas und Moment. Mir erzählt. Und aber nur wenn die Genossenschaft, wenn die Genossenschaft aber wirklich angemeldet ist, habe ich gesagt. Also da finden sie jetzt nicht irgendeinen Bullshit dabei, ansonsten steige ich in den Roder und ernte weiter. Auf so eine Unterstellung habe ich überhaupt gar keine Lust. Also hat Jan das doch mitgehört, was hat er gesagt? Schieß los. Ich bin Praktikant, was soll ich denn sagen? Du sollst trotzdem zuhören. Oh, Junge. Du hast doch gehört, was er gesagt hat jetzt. Raus jetzt. Hauen Sie doch raus. Och, Alter. So, Steuern. Kommen wir mal zu deiner Steuererziehung, weil der andere ja gerade abgehauen ist. Was heißt abgehauen? Der arbeitet weiter. Ist abgehauen. Ja, ihr könnt ja mal anfangen, die Zwiebeln per Hand zu pflücken. Ja, sag an. Was habe ich denn hinterzogen? Ich hab Hackschnitzel bei dir gekauft. Und ich nicht als wusste Einnahmen. Doch, ich habe irgendwas vergessen letzte Woche. Ich wusste's. Aber ich wusste nicht mehr, was. Ja, weißt du, ich habe so viel zu tun. Ich habe 6 Produktionen. Nee, warte mal. Doch, 6 Produktionen. Ich habe 2 Felder. Ich habe die freundschaftliche Finanzberatung gemacht beim... kann mal was durchgehen. Ja, also, wie viel waren das überhaupt? Guck mal, ich weiß nicht mal, wie viel du dafür bezahlt hast. Sie, Herr Neumann. Entschuldigung, wir sind... 7.700. 7.700? Mit Steuern inbegriffen. Waren aber heißt also 700 Euro Steuern wären das gewesen. Waren aber teure Hackschnitzel. Ja, 100.000. Ja, 100 Liter. Waren aber 59.000 Liter. Ja, und jetzt, was willst du, Herr? Strafe oder was? Ja, klar. Ja, wie viel willst du denn? Sie. Oh. Sie bekommen jetzt erstmal eine 2-wöchige Sperre, was die Genossenschaft anbelangt. Die Genossenschaft existiert nicht, sie können mich da nicht sperren. Sie können keine anmelden. So. Ja, gut. 2 Wochen keine Anmeldung von Genossenschaft. Und dazu noch ein Bußgeld wegen Steuerhinterziehung im Wert von 5.000. 5? Ja. Okay, hier, Moment. Herr Neumann und das andere war? Moment, hier. Hier haben Sie die 5.000 Euro. Dankeschön. Wegen der Schwarzarbeit oder wie? Herr Jäger? Natürlich nicht, natürlich meine ich die Schwarzarbeit. Herr Jäger? Ja, das ich höre. Dürfen Beamte eigentlich Bargeld annehmen? Wie kommen Sie jetzt darauf? Na, ich habe dem Herrn Neumann gerade 5.000 Euro gegeben. Ja, gleich im Schließfachclub, so ein Ding. Dürfen Sie Bargeld annehmen, war meine Frage. Ah, ich bin eigentlich auch Gemeinderat. Dürfen Sie als Beamter Bargeld annehmen? Jetzt beantworten Sie bitte meine Frage. Ja, lassen Sie mich doch mal uns überlegen, meine Güte. Ja, während der Polizist überlebt. Beenden wir für heute die Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut gerne morgen wieder rein. Dann geht's weiter. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Bis moin. Ciao.